weiß nicht, ob das jetzt ein Insider sein soll oder sowas, ne? Die Thumbnails, by the way, finde ich eigentlich immer ganz geil jetzt von Fari die letzte Zeit schon. Clean, man weiß direkt so, um was es geht. Hier ist ein Klopapier abgebildet irgendwie. Wir haben jedenfalls Fari und Skandal drauf. Like und Support ist kein Mord. Der Song geht ganze 1 Minute 49. Deutschrap ist fresher denn je. Meine Güte, krass, gell? 1 Minute 49 Song mit zwei Leuten drauf. Deutschrap ist fresher denn je. Oh, ich bin schon wieder pissen, Alter. Lass mich raten, es wird nicht mal ein Song, oder? Also, bitte. Jetzt macht ihr Werbung mal Anfang für die Tour. Jetzt gibt's noch Intro, das wird doch niemals ein Song. Ach so, okay, das ist diese Szene mit Bösemann, oder? Ich glaube, jeder hat so ein bisschen mitbekommen, dass Bösemann die Tage jetzt anscheinend vor, also es gibt auch irgendwie Videoüberwachungsaufnahmen oder sowas, gerade, glaube ich, genau von dieser Kamera hier oben oder von einer bisschen weiter hinten, weil ich glaube, man sieht Bösemann so von hinten. Raus! Oh. Junge, Alter, ist doch brutal laut, Bro. Junge, wie der gegen die Tür hämmert, als ob SEK mit Rambock gleich die Tür eintritt oder sowas. Junge, Alter, wie lang geht denn das, Bro? Was hat er für eine Blase, wie ein Pferd oder was? Junge, Junge, also auch dieses ASMR-Ding in meinem Ohr, das gefällt mir richtig gut. Aber auch interessant zu sehen, Digga, das habe ich noch nie gesehen. So ein Fingerabdrucksensor an der Tür. Eigentlich ganz geil. Ich glaube, der, wo hier wohnt, der hat ein bisschen Geld. War der Song von Bösemann? Nee, der war noch nicht, aber ich überlege mir gerade, ob wir den nicht gleich im Anschluss in dem gleichen Video noch machen, so, weil, was ist das? Aber ist eigentlich ganz cool, weil ich glaube, damit will man vielleicht auch irgendwie zeigen, wie ernst man Bösemann musikalisch nimmt, nämlich so gar nicht. Und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz cleverer Move von Farid, weil die eine Sache ist jetzt von Bösemann den Fehler zu machen, ja, auf das Spielfeld von Farid zu gehen, auf diese Musik zu gehen, auf das Musikalische zu gehen. Das ist der Fehler von Bösemann. Die Art und Weise, wie jetzt Farid aber drauf reagiert, wirft ja auch nochmal einen anderen Schatten auf oder ein anderes Licht auf Farid, so. Wisst ihr, ich meine? Das jetzt so zu machen, ins Lächerliche zu ziehen, nach dem Motto, ey, guck mal, ich nehme dich gar nicht ernst, so, ist eigentlich ganz schlau von Farid. Komm raus, jetzt kannst du mir das ins Gesicht sagen. Bro, ist aber alles so laut, ohne Witz. Das war der längste Piss meines Lebens, Alter. Krasser Song, ohne Witz. Der wird auf jeden Fall in die Geschichte des Deutschraps eingehen. Der wird auf jeden Fall für Schlagzeilen sorgen und uns Nächte und Tage lang nicht in Ruhe lassen. Producer haben krasse Arbeit geleistet und ich frag mich auch noch, Digga, warum stehen schon wieder keine Producer drin? Weil es ja auch hier oben schon steht, die beiden sind die Producer, Farid und Skandal. Mein Gott, ey, wir werden uns gleich Bösemann geben, ohne Witz. Wir sind jetzt kurz rüber zu Bösemann gesprungen, nämlich jetzt mit dem Song Farid Schmitz. Und deswegen habe ich schon vorhin gesagt, Farid steht auch im Titel. Ich bin gespannt drauf, jetzt wirklich. Ich habe mir keine vollen zwei Songs gegeben. Ich habe mir so anderthalb Songs von Bösemann gegeben und dann auch nie wieder was. 3 Minuten 42. Like und Support ist kein Mord. Sagen wir mal so, Like und Support ist kein Mord. ZH Beats hat das ganze Ding produziert. Bin gespannt drauf. Schauen wir mal. Guck mal, und das ist halt jetzt schon wieder geil gemacht, auch von Farid Seite aus. Also erstmal, wer jetzt erst einschaltet und irgendwie zu Bösemann vorgesprungen ist. Ich habe vorhin gesagt, es ist eigentlich nicht ganz schlau gewesen oder nicht schlau gewesen von Bösemann auf das Spielfeld von Farid zu gehen, auf dieses Musikding, auf das Rap-Ding, weil da hat Farid dreimal die Nase vorne so. Also der hat Bösemann schon achtmal überrundet. Das macht keinen Sinn gegen Farid da irgendwie musikalisch. Du kommst da nicht gegen an. Es geht einfach nicht. Bro, boxt euch. Von mir aus boxt euch. Bei Universum Boxing oder Fame Fighting oder wie diese ganzen Organisationen heißen. Boxt euch. Schlagt euch beide die Köpfe ein. Da haben wir mehr davon als jetzt das hier, Bro. Weil wir vom Farid jetzt anderthalb Minuten
oder fast knapp 2 Minuten einfach diese Szene nachgestellt bekommen haben, wie er auf dem Klo ist und Bösemann wie ein Irrer gegen seine Tür boxt. Ich erzähle euch eine Geschichte, sie ist wirklich wahr. Über Farid, der mit 14 ein Stricher war. Und jetzt ist er meine Familie in Songs, doch meine heilige Mutter hat Krieger geboren. Das wird ein geiler Beef, der eine pisst nur. Und der andere schreit und bekommt keine 2 Sätze raus. Das ist halt so das Ding und man muss auch hier ehrlich sein. Und ich weiß, dass... Ich weiß nicht wirklich, wie böse man auf Kritik oder so reagiert. Aber man muss auch hier... Guck mal, ich bin einfach nur unvoreingenommener Zuhörer. Ich stehe weder auf Farids noch auf Bösemanns Seite. Ich bin hier wirklich... Und wir sind neutral in der... Bösemann kommt und es hat Mütter... Wir sind neutral. Du kleiner... Ne? Ich bring dir deine Kinder zurück. Farid weg. Der Name ist Eckart Schmitz. Der hat einfach deine Kinder in sein Bett geschickt. Ich 2 volle Songs gegeben habe, weil ich nach dem zweiten halben nicht mehr konnte, so wirklich. Also rap-technisch ist es not the yellow from the egg, sagen wir mal so. Es ist halt so, okay, guck mal, wir können hier argumentieren, es ist ein Diss-Track. Es ist auf jeden Fall, es soll ja von Anfang an angenehme Stimme, auf jeden Fall. Es soll ein Diss-Track sein und dazu passt diese Stimme zu 100%. Also es wäre jetzt falsch, irgendwie so diese ganzen Zeilen, die er jetzt gerappt hat, so in einem ganz lockeren, schönen, weichen Ton irgendwie zu sagen, so. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann Bösemann noch nicht. Ich habe diesen Mann wirklich noch nie normal reden hören. Ich habe ihn entweder schreien oder zappeln gesehen oder, also er artikuliert sehr viel, auch mit seinem ganzen Körper und er ist mit 100%iger Leidenschaft dabei mit dem. Der Name ist Eckart Schmitz, denn er hat deine Kinder in sein Bett geschickt und dann hat selbst dafür Patent gekriegt. Du bist wie deine Mutter, denn du hattest Also der jetzt von der Seite reingekritscht gekommen ist, glaube ich. Jedenfalls, dieses Geschreie kann ich mir halt auf Dauer... Und es wäre auch jetzt falsch, also Bösemann will ja offensichtlich irgendwie versuchen, dass Farid jetzt wirklich ernsthaft drauf antwortet. Deswegen habe ich gesagt, ey Bro, Farid hat das Klügste gemacht, was geht. Also klüger geht es von Farid nicht mal ansatzweise, dass er einfach mit einem Video antwortet, Bibi-Mann nennt und es geht nicht besser von Farid. Weil musikalisch, guck mal, ich brauche nur 50 Sekunden von dem Song zu hören, um zu sagen, dass er gegen Farid... Bis jetzt haut's mich nicht um, sag mal in so. Land hier 77, ich durchsiebe dich, fickst dir kein Stich in die Wampe, hast du so mit Omas Fix, wissen wir alle. Deine Mutter, die dir ekelhaft. Ich hab mir, wie gesagt, 1,5 Songs von Bösemann gegeben, dass wir da schon irgendwie musikalisch mein Bild machen können. Und ich hab dem Song auf jeden Fall wieder eine komplett neue, neutrale Chance gegeben, so. Also es geht viel um Farids Mutter. Ich weiß nicht, ob Farid das so krass gefällt. Bösemann gibt es schon seit 2008. Überleg mal, Bro. Seit 2008. Das ist schon crazy. Wenn er 2008 das erste Mal irgendwie Mucke gemacht hat und jetzt immer noch am Start ist, das ist schon mal positiv. Der Mann ist so seit 16 Jahren am Start, ist schon mal gut und ist ja immer noch irgendwie relevant geblieben. Die Art und Weise, wie er relevant bleibt, Farid, wie er weiterhin relevant bleibt. Der Hand aufs Herz, wenn der Bruder gegen Farid boxen würde, ich glaube, Farid hätte da schon das ein oder andere Problem, weil der Typ einfach reingeht wie ein Panzer, Bro. Der Typ, der nimmt alles in Kauf, ohne Witz. Bei dem muss ich wirklich grinsen. Paradox, denn euch von mir. Meine Mutter hat für dich geärgert und das eine lange Zeit. Hast du was sie mag? Diese Runde geht an dich, bin in dein Blut gedrungen. Diese Runde geht an mich, bin in dein Blut gedrungen. Er ist in sein Blut gedrungen. Ich check's nicht, weil es auch irgendwie, keine Ahnung, weirde Formulierung ist. Bin in dein Blut gedrungen. Hätte man irgendwie, aber
er rappt es oder er hat die Zeile wahrscheinlich vielleicht so geschrieben, er ist in sein Blut gedrungen und dann auf, keine Ahnung, guter Junge oder sowas, dass er das irgendwie reimen kann, dass der Reim am Ende der Zeile irgendwie passt oder sowas. Hab Kopfschmerzen von der Stimme. Von ich muss das ist kommt halt dazu so. Du bist der Tatatatil und mit Füße mein Zehn. Es wird noch nicht gedisst, so wie Cash, wo der Lutscher der... Digga, ich hätte nach zwei Songs würde mir der Schädel platzen, Bro. Abgesehen davon, dass, keine Ahnung, in dein Blut gedrungen, Gezweck des Todes ist, war die Zeile jetzt auch nicht so überkrass. Okay, Cashmo wird es auch noch hier irgendwie mit reingezogen. Hauptsache, man hat ihn irgendwie mal erwähnt, so, ne? Man versteht nicht, wie ein Grundschulkind. Man versteht halt nicht, weil er die ganze Zeit schreit. Das ist das Problem. Er schreit die ganze Zeit. Damit die Message, die er irgendwie vermitteln möchte, noch krasser rüberkommt. So, wisst ihr, ich meine, aber erstens, die Message ist nicht krass und zweitens, dieses Schreien macht es auch nicht wirklich besser. Also wir wissen ja, was für Vorwürfe gegenüber Farid im Raum stehen, ne? Und bis jetzt wurde nichts anderes thematisiert. Seine Mutter wird sehr, sehr oft erwähnt. Und nicht wirklich im Positiven. Sehr, sehr oft wurde die erwähnt. Und Farid, du machst deine Kinder zu... auch einfach im Kreis. Ohne dabei mit der Sippe zu zucken. Du hast deine Kinder vom Onkel gelockt in sein Heim. Nochmal. Nur kommt gegen Unabhängig, muss auch selbst checken, dass eigentlich das bei einem Diss-Track die Verständlichkeit der Lines am wichtigsten ist. Warum spricht er das dann alles so undeutlich aus? Ich glaube, in seinem Kopf ist es deutlich. Ich glaube, er kriegt es nicht deutlicher hin. Also das Video wird doch safe nicht grün bei mir. 100, das wird gelb. Also Millionen Prozent, Bro, kann ich jetzt schon sagen. Hund, ich brauch's gar nicht versuchen eigentlich. Wie oft wurde das H-Wort jetzt erwähnt? Wie oft wurden Beleidigungen erwähnt? Und versteh mich nicht falsch, wir sind bei einem Diss-Track und Beleidigungen haben da auf jeden Fall ihren Platz bestimmt drin, ne? Ein Diss-Track ohne Beleidigung habe ich in meinem Leben auch noch nie gehört. Aber Bro, wir haben 2 Minuten gehört und wir haben vielleicht, okay, nicht mal eine halbe Punchline, die wirklich puncht irgendwie gegen Farid. Einfach weil ja die Vorwürfe nicht mal irgendwie Hand und Fuß haben bis jetzt. Wir haben jemanden, der einfach ins Mic schreit und seine Lines sind nicht wirklich aussagekräftig. Seit 2 Minuten, okay? Und es ändert auch nichts daran, dass man diese Zeilen schreit. Deswegen versucht er mit der ein oder anderen Beleidigung, das vielleicht diese nichtsaussagenden Zeilen zu kaschieren. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind jetzt hier im Mann. Farid Schmitz, 14 Schmitz, 107% Farid, Gino 69, Farid minus 15 Kilo. Nochmal, weil sonst dieser Dreisatz, der wäre bei mir auf taube Ohren gestoßen. Ich dachte, man schreibt hier einfach nur was auf, aber dass der böse Mann uns das nochmal erklärt, wunderbar. Auch mal eine interessante Art und Weise, seine Zeilen nochmal wirklich bildlich zu erklären, oder? Schön, dass er wirklich Zeilen hat. Schmitz, aha, okay, 14. Irgendwie 200 okay. Opfer, 7% von Farid. Interessant. Er hat 15 Kilo abgenommen und dann steht unten so RIP oder sowas. Auch eine Art und Weise, die Zeile so nochmal zu erklären. Falls man sie bis jetzt noch nicht gecheckt hat, weil sie so hochkomplex war. Mann, ich durch und trage dabei die rote Lederjacke. Auch interessanter Soundeffekt. Wie oft kam dieses H, also in jeder Satzanfang beginnt mit einem H, Bro. Also man merkt halt brutal, dass böse Mann des Todes ernst nimmt so. Also wirklich. Und wie gesagt, wenn an diesen Anschuldigungen was dran sein sollen, dann muss man ihm da auch irgendwie wahrscheinlich Props geben, damit er das irgendwie aufgedeckt hat und so hart dran geblieben ist. Wenn an diesen Anschuldigungen aber nichts dran ist und Farid sich weiter auf der Art und Weise lustig macht, wie er es jetzt vorhat. Was für Ghostwriter, du wolltest verbrennen, du setzt nach deinem Songschreiber. Böse Mann ist dann derjenige, der dran ist. Ich hab 3 Kämpfe gehabt, du. Song, ohne Punchline, mit lauter H-Worten und Ausdrücken einfach nur ins Mic schreit, die Adlibs und auch, die Zeilen nochmal bildlich nicht, also erklärt und sonst der Song ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei war. So haben wir dann böse Mann in Erinnerung. Das Pipi-Geräusch war irgendwie angenehmer. Ja, hat so eine gewisse ASMR-Note noch gehabt. War relativ laut alles, aber war noch irgendwie so... War so
ASMR-mäßig. Bis jetzt nicht gern gehabt auf. Du sagst, ich gehe immer schwer zum Grunde, kämpf gegen mich und du fällst in der ersten Sekunde. Vom Panik, weil du Lustknabe weißt, du hast den gleichen Werdegang mit deiner Mutter geteilt. Das war das Einzige, wo Bösemann vielleicht was anderes erwähnt wird, außer seine Mutter und, keine Ahnung, das H-Wort. Den Spieß ein bisschen umdrehen könnte im Ring. Ich weiß nicht, wie Farid boxen kann. Keine Ahnung, Bro. Ich weiß es wirklich nicht, weil wir ihn noch nie irgendwie boxen gesehen haben. Wir wissen aber von Bösemann, dass der Bruder keine halben Sachen macht. Der geht ab Sekunde 1 komplett wie ein Panzer rein. Also komplett. Ich hab selten so Schwinger gesehen von links und rechts. Also holy moly, Bro. Der Typ ist einfach, der einfach ein schwingender Panzer ist er. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie es bei Farid da aussehen würde, aber auf diesem musikalischen Spielfeld Bösemann keine Chance. Farid, denk ich, trifft es nicht, ich bin mit deinem Spiel, wenn du dies weggehörst, ich bin schon an deinem Spiel, mach ich aus dir ein TikTok-Spiel. Kompare sind aber gut unter seinem Song. Rap-Talent grausam, Schrott der Typ, kann nicht rappen, außer dem ist der Song auf Lügen aufgebaut. Wo ist der Diss-Track, du Rapper? Schlechter geht's nicht. Voll gute Kommentare. Ach, da ist diese Zeile nochmal. Er ist erst in sein Blut gekommen und dann hat er sein Blut ge... Interessant. Also ja. Man kann es schlecht 1-0 Farid sagen, weil Farid nicht wirklich einen Song gebracht hat oder sowas. Aber der Song davor von Farid war schon das 1-0. Und hier hat er sich die meiste Zeit selbst ins Bein geschossen. Deswegen würde ich 2-0 sagen oder sowas. Das war jetzt nicht wirklich die Offenbarung, sage ich ehrlich, wie es ist.